Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Transport Fever. Mit mir dabei der Anu. Ja, moin. Hier sehen wir übrigens den Vorgänger von H&M, nannte sich damals W und S. W und S? Ja. Einmal kurz umdrehen. Zu wechseln übrigens mit C und A. Das sind die bösen Konkurrenten. Supermarket. So. Lieber Tom, ich finde zwei Sachen ein bisschen irritierend. Zum einen, warum hin zum Henker sind hier eigentlich nur europäische Gebäude in einem amerikanischen Kartensetting? Und warum sind diese europäischen Gebäude, die speziell eigentlich auch eher so schwäbisch, bayerisch, österreichisch, schweizerisch, keine Ahnung, Design haben, warum haben die englische Bedienung? Jo, mei. Ja, das ist was für ein Nachfolger. Das ist so. Haben wir die Straße nicht vorher weggerissen gehabt? War das nicht die? Ja, oh mein Gott. Aber guck mal, die eine da oben haben sie auch verlängert irgendwie, ne? Ja, wollen die unbedingt. Sollen wir sie dann gleich vorgeben? Ja, oder? Was führt da? Ich will da eigentlich gar keine haben. Ich will, dass sie an der einen Hauptstraße... Hier können sie durch, oder? Ja, das ist okay. Warte. Schon sind die so dämlich und blicken es bis zum Schluss nicht. Ja, aber das ist doch dieselbe Straße, die gerade schon da war, oder nicht? Ja, aber ein bisschen näher am Kern. Vielleicht checken sie es dann. Ach so. Gott, das ist aber wieder 1000 Kreuzungen aufeinander geknallt, ey. Hier? Ja, stimmt, ja, das ist auch kacke. Ein Zebrastreifenparadies. Ja, komm. Ey, ich muss das hier weg. Wie viele Einwohner fressen du nochmal gleich? Was jetzt? Soll es schön sein, oder? Ich finde, das ist okay, hier eine Kreuzung. Ja. Ja. Wenn es sein muss. Ja, nein, ist okay. Ja, ist okay. Und dann, ja, von mir aus machen wir da die Straße durch. Ja. Weg mit der Scheiße. Tja. Bevor wir es ganz aus den Augen verlieren, Game of Thrones jetzt. Du bist ja sowieso jetzt noch am Straßenbahngleise liegen und so gleich. Ja. So eine entscheidende Frage. Irgendwas hast du nicht gecheckt, oder? Ich habe eine Sache nicht gecheckt. Wer ist der König? Wer ist der Nachtkönig mal gewesen? Was ist seine Geschichte? Was wollte er von Brandon Stark oder Bran Stark? Bran Stark? Bran? 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 Der im Rollstuhl hacken. Brum, brum. Der im Rollstuhl da. Was wollte er der von... Der Schnellfahrer. Brum, brum. Was hatte das alles miteinander auf sich? Was waren seine Intentionen? War er einfach nur da, um böse zu sein und Leute zu töten? War das alles, wofür er da war? Leute, wir spoilern gerade Game of Thrones, eine neue Folge. Hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber ja. Jedenfalls, was der Anno... Anno bezieht sich auf die dritte Folge. Du kannst ja irgendwie als Bild so Spoilerwarnung irgendwie einblenden beim Schneiden. Ja. Also, es ist die dritte Folge gewesen der achten Staffel. Und jetzt habe ich vergessen, wo wir hinbauen wollten eigentlich. Da, oder? Ja. So durch. So, irgendwie da durchquetschen, ja. Okay.
Ja, das ist eine gute Frage, Anno. Das weiß ich einfach nicht. Geil. Gut, dass wir geredet haben drüber. Ist ein bisschen verarscht, weißt du? Ja. Wird sieben Staffeln lang aufgebaut, hat irgendwie keinen Hintergrund, außer dass das nur Jon Snow sich für ihn interessiert. Das ist genau mein Problem, was ich auch damit habe. Mir ist es... Es gibt so viele Leute im Netz, die sich darüber aufregen, dass Arya den getötet hat. Mir ist das echt scheißegal, ob es Arya ist oder nicht. Ich denke mal, ja, dann hat halt ihre Ausbildung einen Sinn und Zweck gehabt. Also, von mir aus kann sie den ruhig töten. Ja, das wäre mir eigentlich auch egal. Aber ich fand sogar positiv, dass es ein Stark war und nicht irgendwie dann doch... Also, das wäre das Highlight gewesen. Ich dachte so, oh Gott, killt jetzt tatsächlich der Graufreund den oder was, oder... Ja, nee, das war schon klar, dass das nicht, dass ja, das in die Hose geht. Vor allem mit dieser langen Verabschiedungsszene, so, ja gut, der ist tot. Ja, und mit der Sansa nochmal in den Arm genommen und so, alles klar, tschö. Die haben es aber auch mal wieder übertrieben mit ihrem Ende da. Also, das war ja ein 10-minütiges Klavierkonzert sondergleichen. Die Musik war so das Highlight von der Folge. Also, was sie grafisch total verkackt haben mit diesen dunklen. Ja. Es mag vielleicht hübsch sein. Also, okay, ich dreh jetzt den Fernseher ein bisschen heller. Okay, es ist schon grau. Das Schwarz ist grau. Was machst du jetzt? Ich saß hier am fucking. Kurz bevor die Sonne unterging. Ich habe hier Rollläden runterknallen lassen, damit ich den Raum dunkel kriege. Ich habe das Aquariumlampenlicht ausgedreht. Die armen Fische. Sie wollten die Fische weitergucken, auch nichts. Auch keine Chance. Geld sparen und haben einfach in einem 5-Meter-Raum einfach einen schwarzen Raum und da haben sie einfach so Tücher bewegt und dachte, ja, das ist die Schlacht so. Hier, da denkt's euch selbst oder so. Sehr schön. Denkt's euch selbst. Also ich übrigens nicht auf die Hauptstraße, genau, ich würde da irgendwie in die Nebenstraße die Haltestellen reinknallen. Ja, ja, aber ich würde es upgraden, weil ich glaube, sie sind nicht ganz so die Riesenstraßen, dass sie zumindest ein bisschen schneller fahren können. Ja. Ja. So. Aber das passt, oder? Da können sie auf der Hauptstraße ruhig fahren. Da können sie auch fahren, ich bin nur nicht fürs Halten, bin für nichts risikoreich. Ich hätte sie sogar fast lieber einmal oben rumgeführt. Da oben? Ja, weil dann können wir nämlich in dieser Nebenstraße, wo keine LKW-Routen längs gehen später, dann können wir da ihre Haltestellen einbauen. Ja, ist auch eine Idee. Na gut, dann machen wir das. Denn da oben... Wir müssen da wieder drei dran glauben. Nee. Da will ich gar nicht lang. Hä? Ich dachte hier. Wupp. Nee. Das wäre doch eine Idee. Oh, das stimmt. Okay, Entschuldigung, ich habe das gar nicht gesehen, dass da die Straße direkt unten ran führt. Okay. Haben sie kürzlich gebaut. Ja gut, kannst du sie nicht gerade. Sollen wir eine kleinere machen? So. Nicht nach unten zucken. Gerade und dann weiter nach ganz links rüber. Ja, doch, Herr Schönbauer. Ja. Gott, oh Gott. Das ist mühsam mit so einem Schönbauer hier. ja, das habe ich auch am wenigsten verstanden. Das war so. Also den Anfang habe ich nicht verstanden, warum sie dann fast 20 Minuten Darkness-Kampf abziehen und eben halt. Wie also, sie was? 20 Minuten was? Darkness, also Dunkelkammerkampf da. Das ist, man hat ja Angst gehabt, oh Gott, wenn jetzt jemand Licht anmacht, dann sieht ja hier jemand was oder so, ne? Aber. das fand ich Ich fand es auf die Augen tatsächlich zum ersten Mal richtig anstrengend. Über so lange Zeit so dunkles Bild irgendwie zu verfolgen. Ja. Und da habe ich viele Leute gehört, die gesagt haben, boah, das war eigentlich voll episch. Weil halt die, ich meine, an sich ja auch schön, also die cineastisch halt auch hübsch da mit den, oder die Idee war lustig mit den Dothraki da, dass halt die Lichter so nach und nach ausgehen. Das war mir auch in dem Moment klar, so wie sie es anzünden und reinreiten, so, jetzt werden die Lichter nach und nach ausgehen. Ja, netter stilistischer Effekt. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, die ganze Scheiße am Weh zu opfern. Um die Lichter episch zu inszenieren, Bild, was dann danach auch erst einer, dann eine Welle und dann hat man es irgendwie über 5 verschiedene Kamerawinkel von oben, von unten, von links, von vorne, von hinten gesehen, wie so eine ganz riesige Reiterstaffel Licht bekommt. Einfach voll vernichtet wird. Dann rennen die nach vorne und die Lichter gehen aus. Wow, geil. Das war
Ich hat sich gelohnt. 50 Euro für CGI, die sie einfach in 2 Minuten verbraten haben. Check. Geil, läuft. Das ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen Kritik tatsächlich an Game of Thrones habe. So an, das ist diese eine Folge sehr stark betreffen. Mhm. Ich fange hier an, oder? Jo. Und... Ja, ja, da also ich weiß, halt, ich weiß genau. Ich raff's nicht. Ich, genau, was du meinst. Das ist das Problem, was ich damit hab. Was, wo kommt er ursprünglich mal her? Ist er ein Gott gewesen? Ist sie, die am Ende da zu ihre Kette abgeworfen hat und zu Staub zerfallen ist, war sie die Feuergöttin? Er war der Eisgott? Ich habe keine Ahnung. Ist das tolle, das Lied von Eis und Feuer und das war's jetzt? Ich raff's nicht. Keine Ahnung. Das war viel zu plump, meiner Meinung nach. Es gibt keine Geschichte. Was wollte er überhaupt? Ja, ja. Stark! Vor allem, war seine fucking wieso rennt er noch zu dem Stark hin und möchte ihn unbedingt killen? Weil, ich meine, ganz ehrlich, der killt die ganze fucking Läden. Denn der lischt alles aus. Da kann ihm doch egal sein, ob er jetzt vorher noch den Brandon erwischt oder nicht. Er hätte auch irgendjemand anderen vorschicken können. Warum ist er überhaupt selbst in die Burg gegangen? Nur wegen Bran? Ja, genau. Warum opfert er sich? Oder warum wartet er nicht noch eine halbe Stunde, bis die alle sicher tot sind? Ich meine, war sowieso so ein bisschen ja, Schnitt. Sie kämpfen immer noch. Schnitt, sie kämpfen immer noch. Und es war immer dieselbe Einstellung. So, okay, ja. Ja. Ich find's auch toll, wie John da irgendwie gefühlt über die eine Kulisse 5-mal links und rechts. Ja, aber alle halt. Im blauen Feuer rausgeliehen ist. Der eine die ganze Zeit unter dem Leichenberg gelegen, der Sam oder wie der heißt. Ja. Einmal deckt Brienne dem Jaime den Rücken, einmal Jaime Brienne und immer dieselbe Kulisse, also immer. Weiß nicht, die Gegner haben sich auch nicht geändert rundherum, sah immer sehr auswegslos aus und überleben trotzdem alles. Es war schon ein bisschen sehr seltsam. Die Folge hat zumindest gefühlstechnisch gut was ausgelöst, das war mit den. Also man hat schon mitgefiebert, ja. Man hat mitgefiebert. Also am meisten mitgefiebert habe ich tatsächlich mit Arya. Sie hat aber auch gefühlt die meisten oder längsten Standalone-Szenen gehabt, finde ich. Allein schon dieser Aufenthalt mit der Bibliothek, wie sie da rumgeschlichen ist, dann durch die Gänge gehuscht, später dann noch mit dem hier Feuer verbrannten, wie hieß er noch, Hund, glaube ich, ne? Ja. Und dem anderen, der da ewig auferstanden und dann doch nicht mehr auferstehen konnte gegen Ende. Das Beric. Fand ich auch so toll. Das war so toll. Er wurde so toll, das war so toll. Er wurde ständigst von seinem Kollegen vom Feuergott wieder hergerufen. Dann stirbt er in einem Raum mit der fucking stärksten Feuergott-Anbetungskönigin, was auch immer. Ja, er hat seinen Dienst erfüllt. Ich kann ihn jetzt nicht zurückholen. Ja, ja, der eine konnte es halt nur und der ist ja schon mal gestorben. Es gab ja einen, der konnte ihn nur wiederbeleben und der ist ja schon gestorben in der Schlacht. Ja, aber warum konnte der das? Die beten doch beide denselben Gott, also gingen doch beide. Ja, die haben halt spezielle Skills. Ach so. Der eine hat eher, ich fasse Holz an, das wird zu Feuer und der andere hat eher so. Nicht jeder Elementarmagier hat auch dieselben Skills bei Diablo. Es gibt ja auch Eis und Feuer und Blitz. Da gibt's halt so Wiederbelebungs-Dudes. Ja, keine Ahnung. Da hätten wir das auch mal geklärt. Ja, das war echt ein bisschen seltsam, das mit dem Bran, weil, so wie du sagst, wieso zum Geier möchte der Bran auslöschen? Ja, er und trägt Bran halt irgendwie, er trägt die Vergangenheit in sich, in die Zukunft und sämtliches Wissen, aber fucking in einer halben Stunde oder was weiß ich, wäre die ganze Menschheit tot gewesen, dann ist es scheißegal. Ja. Übrigens lustig wäre gewesen, ich habe mir dann so ein paar Reviews angehört und manche meinten, der geilste Move wäre gewesen, weil der Nachtkönig einfach nach Westeros weiter marschiert wäre. Damit rechnet nämlich keiner, weil jeder positioniert seine Einheiten in Winterfell und auf einmal reitet er nach Westeros und fickt halt mal das erste ihre Armee weg. Fände ich echt cool. Wäre ein geiler Move gewesen. Das wäre unerwartet, aber ja, wäre geil gewesen. Ich meine, und es gibt ja eine, diese. Hätte ihr ja auch weiterziehen können, warum er unbedingt den Winterfell angesteuert hat. Ja, keine Ahnung, wegen Bran. Ja, ganzen Menschen und Bran. Aber was. Ich meine. Und dieses. Bran hat sein Wissen, ja, das alten Freckel da aus dem Baum, oder? Ja. So.
Was ist denn der? Wie steht der in Verbindung mit dem Eiskönig oder Nachtkönig? Oder? Der hat halt sämtliches Wissen von der Vergangenheit und so weiter und weiß halt, wer Jon Snow sein Vater ist und sowas. Aber der allwissende Baum. Ich denke mal auch allein bei der dämlichsten Besprechung aller Zeiten, so wie planen wir das, möglichst viele Leute dämlich zu opfern, da hätte der doch auch mal irgendwie sagen können, so die Idee, die sie habt, die ist ein bisschen scheiße. Ich setze mich jetzt mit euch hin und wir machen das neu. Aber nee, dem war das völlig egal, wer da alle in seinen Tod rennt. Ja, vor allem, also ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als also der, war, der saß echt nur lethargisch daneben. Ja, der saß einfach nur da und dachte, ich habe jetzt auch so gedacht, der hat mit seinem Leben eigentlich abgeschlossen. Ja, ob der jetzt noch lebt oder nicht, ist eigentlich auch Wumpe. Mhm. Ja. So sieht's aus. Also, falls da irgendwer eine Idee hat, wie das Ganze irgendwie zusammenhängt, was der Nachtkönig war, seine Intention war, was auch immer er von Bran wollte, wollte er sein Wissen töten, wollte er das Wissen töten? Ich meine, es wusste jetzt eh jeder, dass das Drachenglas die, die Viecher tötet, also... Und das wusste dann auch schon jeder, wer Jon Snow ist. Ja, also... So, ich sag's dir im Geheimen, zack, 3 Minuten später wissen es alle. 3 Minuten später wissen es du weißt, das ist der ganze Stab, ja. Also. Ich hab dann so Dingens angehört, so, so ein... Oder die Kommentare durchgelesen unter dem Trailer und dann einer geschrieben hat so, es gibt eine Skala von vertrauensseligen Leuten oder von Sachen, die nie rauskamen. Top 1 ist Ned Stark, der hat irgendwie bis zum Schluss alle angelogen, hat selbst seine Frau. Und dann gibt's halt Sansa, die hat 5 Minuten Geheimnis weiß. Das fand ich so geil. Sansa, ich sag dir etwas, du musst schwören, es niemandem zu sagen. Ja, ja. Ich schwöre es. Hallo Sansa, hallo, du, ich musste unbedingt was sagen. Meine Schwester und ich guckten uns das immer gemeinsam an. Wir haben so einen Spaß gehabt, dann schon, wie wir es dann weitergesponnen haben. herrlich. Ja, also das mit dem. Also, ja. Fand ich sehr schwach. Muss ich ganz sagen. Also ja, die gesamte Nachtkönig-Auflösung sehr schwach. 7 Staffeln lang wird er aufgebaut, mysteriös gehalten. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Fucking Durchbruch durch die Mauer, marschiert mit einer Milliardenarmee und stirbt für nichts. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Der braucht irgendwie eine Tiefe. Irgendwas, was ihn antreibt, dass man das nachvollziehen kann. Ja, und was also, war? Liebe Leute, falls irgendjemand das vielleicht sogar gelesen hat, die Bücher. Ich meine, ich habe jetzt nur 1,5 gelesen. Die sind mir einfach zu lang. Dann, wenn das in den Büchern irgendwie erklärt wird, dann schreibt das mal. Ja, sie werden es auch in den Büchern wahrscheinlich anders machen, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber sie hätten sich mal auch für den TV-Zuschauer irgendwas bieten können. Ja, vielleicht hat George R. Martin andere Pläne. Wobei ich glaube, der weiß selber noch nichts, was er vorhat. Ja, das ist ich auch. Also, nicht, wer weiß, ob das Buch hier fertig wird. Manche sagen schon, der möchte das Buch gar nicht zu Ende bringen. Essen kommt daher. Okay. Ja, ich meine, er hat den Nachteil durch die Fernsehserie, ist natürlich der Reiz von Game of Thrones so sehr medial geworden, so großflächig geworden. Auch bevor die Serie kam, habe ich davon überhaupt nichts gehört, von den Büchern. Es war halt irgendeine Fantasy-Buchreihe, ne? Vielleicht schon größer, ja, keine Ahnung. Aber wenn er jetzt das Buch rausbringt, interessieren sich 5000% mehr dafür als vor 10 Jahren. Ja. Wenn er dann nicht liefert, dann sind alle wieder enttäuscht und verfluchen ihn. Ja. Ja, aber ich fand's sehr schwach aufgelöst. Also das war wirklich leider. Ja, Autosave passt schon. Das war echt so. Kein Glanzmoment. Nee. Weil gerade ich verstehe halt nicht, wieso man das über so lange Zeit aufbaut. Wieso man halt so lange Zeit 8 Staffeln seit Beginn damit investiert. Das aufzubauen
Und im Endeffekt wird's dann... Allererste Szene von Game of Thrones bezieht sich auf die fucking White Walkers. Mhm. Und sie haben einfach null Sinn, außer sie töten Lebende. Und sie wollten irgendwas vom Bran. Ja? Das ist richtig. Oh, hörst du dir so Talks an, dann, wenn andere so drüber quatschen? Nee, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay. Aber auch aus zeitlichen Gründen. Also, ich habe die Folgen geguckt. Das war es eben, sonst zur achten Staffel noch überhaupt nichts weiter angeguckt. Okay. Also weder die Vorschau-Trailer, die es ja pro Folge da irgendwie gibt, noch sonst was. Mhm. Das finde ich immer dann ganz interessant. Was eben andere Leute dazu sagen. Man kommt dann manchmal noch auf ein paar Sachen drauf und denkt sich, aha, okay, so kann man es auch noch sehen. Jetzt nichts, dass ich sage, irgendwas verstehe ich nicht, aber... Voll der Game Changer. Oder wenn, dann verstehen es alle nicht. Ja. So wie diese Sache halt. Wo sich aber sehr viele Talks damit brüskiert haben, dass es halt Arya ist. Wie gesagt, das war mir völlig egal. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich meine, es ist halt die Frage, wo sie halt hergekommen ist, okay. Sie ist nicht aus dem Baum gesprungen, weil der Baum ist halt irgendwo ganz anders gestanden. Baum ist ja eigentlich. Das kann es nicht gewesen sein. Wo der White Walker der Nachtkönig hingeguckt hat. Ja. Dann gibt es die Theorie, dass sie sich ein Gesicht ausgeborgt hat. Die finde ich noch ganz stimmig. Das kann sie ja. Man hat in der Bibliothek gesehen, wie sie die eine umbringt. Dann hätte es ja durchaus sein können, dass sie da ihr Gesicht nimmt und dann quasi da unerkannt... Das Gesicht abnehmen nicht irgendwie so ein stundenlanger Prozess? Ja, das dachte man sich ja bei der Szene, wo sie da die Phrase oder wie die... Phrase, ja, wo sie die zerlegt hat, dachte man sich das ja auch. Und da in den Kuchen noch eingearbeitet hat und ihm serviert hat. Das war jetzt auch nicht unbedingt so ein leichter Akt, glaube ich. Ja, das ging auch recht schnell dann. Ja, also da. Und Zeit spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Ja, also das Zeitding fand ich gerade in der vierten Folge, gegen Ende, war wieder so. So. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich hype zwar mit, aber momentan überzeugt mich die letzte Staffel noch nicht so. Die erste Folge fand ich war einfach nur so. Wow, das war jetzt die erste von 5 Folgen und sie erzählt gefühlt gar nichts. Ja, okay. Ja, es war halt so ein Auffrischen. Gerade für Leute, die es jetzt vielleicht nicht mehr wissen, wer wie heißt oder wer gerade wo ist. Ja, gut. Von mir aus hätten sie aber die erste und die zweite Folge auch zusammenfassen können. Also. Ja, irgendwie schon. Ne? Die zweite fand ich dann schon interessanter, dass Jamie Lannister wieder auf all seine Schandtaten stößt, die er begangen hat in der Vergangenheit. Ja, aber das hätte man in einer Folge zusammenfassen können. Aber so an sich fand ich es mal ganz nett, auch mal positiv und man sieht irgendwie gemeinsames Trinken und sie verstehen sich alle ganz gut. Und ja, es ist doch mal nett vor der Schlacht, dass man nicht nur Schlacht sieht und nicht nur Gemetzel, sondern auch noch irgendwie... Die Schauspieler noch ein bisschen lächeln können und so. Das passt schon. A, das und B fand ich, also von positiver Zeit, wie sie sich dafür genommen haben, muss man ja sagen, die bedrückende Stimmung wurde ja gerade in der zweiten Folge, wo sie sich da alle vom Kamin gesetzt haben und irgendwie, ja, es kam schon eine beklemmend bedrückende Stimmung auf, finde ich, was gut war. Und also ich hätte schlechter gefunden, muss ich auch sagen, wenn sie gesagt haben, Staffel 8 fängt damit an, wie die alle vor Winterfell stehen mit ihrer Armee und dann schon direkt anfangen zu battlen. Eben, deswegen fand ich es ganz okay. Ja. Nur eben halt Folge 1 fand ich einfach so, wow, hier passiert ja gar nichts. Kann man es aber auch nicht recht machen. Ja, ich weiß. Aber dann wäre ich schon echt deiner Meinung, 1 und 2 hätte man in eine Folge zusammenpassen und packen können und dann vielleicht noch irgendwo anders mehr Schlacht aussehen können. Und jetzt wegen dem Zeitlichen, was sie in einer Folge machen, also ich zitiere immer noch mal gerne, sie haben gefühlt eine halbe Staffel 1 gebraucht, um von Winterfell über den Königsweg nach Königsmund zu kommen. Und in Folge 4 schaffen sie es dann irgendwie
Ja. Ja, das Budget ist. Vom 10-Wechsel zu 10-Wechsel? Also ich sage eher, dass es am Budget liegt. Und ich verstehe auch, dass man uns jetzt nicht unbedingt jeden Weg zeigen muss, den sie zurücklegen. Also, wenn jetzt zum Beispiel in der nächsten Folge der Jon Snow und Davos sind jetzt gerade unterwegs zum Beispiel und wollen da halt auch nach Königsmund und reiten die sind noch nicht angekommen, die anderen, die die reiten ja auch, das ist halt ein bisschen, dauert halt ein bisschen länger. Ja, wie ist denn die Dothraki, oder nee, wie heißen die unbefleckten Armee, wie ist die jetzt vor? Ja, die sind mit dem Schiff gefahren. Ja, aber auch nur eine Teilstrecke bis zur, wie heißt die Burg nochmal? Seesturm? Drachenstein? Keine Ahnung. Die Drachenburg da von den Targaryens. Ja, die wurde dann von Euron versenkt und haben es halt gerade doch so an Land geschafft. Genau, das ist doch eigentlich eher noch im nördlicheren Teil von Westeros, oder nicht? Ja, ist schon ein bisschen kürzer als von Dingens weg, von wo Jon Snow halt unterwegs ist. Aber keine Schiffe mehr und sind eben halt nur zu Fuß an Land gekommen. Das heißt, sie hatten ja eigentlich auch keine Pferde. Das heißt, sie waren zu Fuß von da immer noch schneller als John mit dem Pferd auf der ganzen Strecke. Also John wird ja auch nächste Folge ankommen. Da hoffe ich jetzt zumindest mal. Aber weißt du, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass ich jetzt nicht unbedingt nochmal wie in der ersten, in der zweiten Staffel diese Roadtrips brauche. Gerade wenn es nur noch zwei Folgen gibt. Dass die jetzt wieder herumreisen, dann finden sie wieder irgendwo einen Lannister-Außenposten und müssen den Lannister-Außenposten wieder kalt machen und so. Das, was hat Arya irgendwie gefühlt die ganze zweite oder dritte Staffel gemacht. Also, ja, okay, irgendwann haben wir es dann auch verstanden. Aber gerade wenn es halt so wenig Zeit nur mehr ist. Ja, hat meine Schwester auch gesagt, sie vermisst das halt auch, aber ich verstehe auch nicht, warum sie es unbedingt so schnell zum Ende bringen wollen. Ich mein, aber sie ist halt zu schnell. Und sagen, okay, statt 6 Folgen machen wir 10 Folgen und dafür machen wir eben halt diese Reiseepisoden, die dann so wie Folge 1 und 2 ruhiger gehalten sind, die dann ja auch kein CGI-Budget kosten, wenn man eben halt nur mit ein paar Statisten und Pferden durch die Landschaft eiert. Ich hätte es plausibler einfach nur gefunden. Stattdessen ist es so, wir werden angegriffen, die Schiffe sinken. Im nächsten Moment ist die Gefangene schon in Königsmund. Und im nächsten Zwei-Cut-Moment ist die Drachenkönig, also hier, die Daenerys dann schon vor Königsmund. So, wait. Ich fand's auch riskant, dass Daenerys da irgendwie gefühlt nur mit 20 Leuten auftaucht. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Cersei sagt, so, wir rücken jetzt mit unserer gesamten goldenen Armee aus und machen diese 20 Mann da platt. Mhm. Jetzt sind wir sie los. Ich habe auch nicht verstanden, wieso sie Tyrion da nicht gekillt hat. In der vierten Folge. Weil ich meine, sie hat Bronn geschickt, damit er Tyrion tötet. Und dann steht Tyrion vor ihr und sie tötet ihn nicht. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Also entweder das war auch wieder, um den Zuschauer irgendwie so zu assoziieren. Ja, vielleicht hat er sie doch irgendwie gecatcht, aber dann merkt man ja gleich wieder, nee. Warte mal, ich frage mich hier gerade, wo die Streckenführung ist. Wieso mir das nicht gehighlightet wird? Zu gucken, was du hier, du klickst hier so viel rum. Da habe ich irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt. Verstehe nicht, wieso die gerade nicht gehighlightet wird. Welche denn? Die Fresno hier. Geh Fresno. Die ist oben rechts. Die ist ganz weit außerhalb. Ah, ja, danke. Die habe ich nur aus der Weite noch gesehen. Okay, passt. Ich werde es dann irgendwann später benennen. Ach komm. Ein bisschen machen wir es jetzt. Schöner mache ich es dann offscreen. Genau, das ist ja so eine Strecke, die du dann theoretisch eigentlich mit so Klammern setzen müsstest, weil sie ja nur zum wie auch immer das Werk da oben heißt. Mhm, damit ich es nicht wieder dämlich in der Stadt suche. Die grüne müsste das hier sein. Nee. Was waren die grüne jetzt wieder? Ah, da. Lebensmittel, oder? Oder wie hast du es genannt? Eigentlich können wir beides machen, oder? Ach, du hast das immer Getreide und ja. Glaube ich noch, ja. Was macht man da? Getreide oder Vieh? Ja, ich mache immer beides. Aber ich lasse auch beides immer mit einem Zug liefern. Also bei mir heißen sie immer nur Nahrung. Okay. Ja, weiß nicht. Mit einem Zug?
Aber dann kannst du es ja nicht spezialisieren beim Kaufen, oder? Hä? Was? Man kann es ja spezialisieren beim Kaufen, ob das jetzt nur Getreide transportieren soll oder nur Vieh. Ja, beim Zug kannst du doch die Anhänger spezialisieren. Die einzelnen. Dann machst du 20 Anhänger Getreide und. Ja, wir haben doch keinen Zug, sondern wir haben doch Straßen. Ja, du hast gefragt, wie ich das mache. Ich hab dir jetzt erklärt, wie ich das mache. Ist halt ein Zug mit, weiß ich nicht, 20 Getreideanhängern und 20 Viehanfängern. Hier müssten wir eben halt zwei Straßenrouten machen, würde ich sagen. Eine mit Getreide und eine mit Vieh. Ja, danke. So wie bei Modesto. Ich glaube, Modesto und Lexington, genau. Das wollte ich wissen, dankeschön. Gleich pampf ich da. Das war nicht pampfig. Pampfig ist das schon. So. Okay. Bist du noch da? Ah ja, okay. Du bist gerade sehr leise geworden auf einmal. Oh, Folgenende auch schon wieder? Ja, Tatsache, ja. Dann werde ich das beim nächsten Mal noch vollenden. Ja. Das Werk wird vollendet. So schaut's aus. Also Fresno wird dann echt mit Fahrzeugen zugestopft werden. Geschissen. Von allen Himmelsrichtungen. Nimm. Noch gar nichts, die Bürger hier. Lalala, so eine kleine Stadt. Ich liebe hier dieses ländliche, dörfliche Design hier von Fresno. Das ist der Grund, weswegen ich hierher gezogen bin. Die ganzen Krans da schon. Das ist nur vorübergehend. Das steht in der Zeitung: örtliches Logistikunternehmen stellt 2000 Fahrzeuge rein. Oh Gott, das hier ist auch ein bisschen doof hier. Naja. Ja, es geht aber. Ja, da war ich noch, als noch keine Autos fahren. Oh doch, hier kommen die obligatorische VW-Ente, fährt doch da schon. Ja, wie oft der versteht, innerhalb von ein paar Sekunden. Oi. Hier so. Stand. Die Fußgängerüberwege. Ja. Es gibt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier oder bei City Skylines war. Dass man die Fußgängerüberwege auch steuern konnte, also dass man die Zebrastreifen wegmachen konnte und dann kreuzen Fußgänger die Straßen noch nicht mehr. Ich glaube, das war bei Skylines. Da konntest du nämlich auch die Ampel und die einzelnen Straßendinger so steuern. Vielleicht doch eine Mod doch. Ja, definitiv immer eine Mod, ja. Im Zweifelfall immer eine Mod. Wenn es hochkomplex wird, ist es immer eine Mod. Oder Paradox. Na gut, na dann danke euch fürs Zuschauen und danke an den Anu fürs Dabeisein. Immer gern, immer wieder. Kleiner Game of Thrones Spoiler Talk, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich noch weitergehen mit Game of Thrones. Ja. Dann wird wohl am Ende noch leben. Können wir gleich noch weiter quatschen. Genau. Also, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.